Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich was wieder aus meiner Heimat. Das Rezept ist mit den Glasnudeln, mit dem Gemüse und Hähnchenbrust. Kann man auch hier machen, auch ohne Fleisch. Schmeckt wunderbar lecker, als zum Beispiel vegetarisch. Und diesen Salat kann man genießen, zum Beispiel jetzt warm, wenn man mal so vorbereitet, schmeckt auch gut. Aber am besten, wenn er natürlich durchgezogen und sogar besser noch über Nacht und am nächsten Tag zu Partien bringen. Wirklich ein sehr gute Mitbringsel zu irgendwelchen Partien, weil das kann man vorher vorbereiten und am nächsten Tag schmeckt er noch besser. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich es zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Für diesen Salat brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe jetzt für meine Norm, was ich euch unten in die Beschreibung reinschreibe, genommen 3 so eine mittelgroße Möhren, 1 Bund Frühlingszwiebel, 2 solche Zwiebeln, eine rote und eine gelbe Paprika, dann 600 Gramm Hähnchenbrustfilet, Knoblauch, nach Geschmack mehr oder weniger könnt ihr nehmen und natürlich auch die Glasnudeln. Die Glasnudeln einfach nach der Verpackungsanleitung zubereiten. Wasser aufkochen, die reinlegen, 3 Minuten ziehen lassen und auf den Sieb geben und gut die abtropfen lassen. Von den Gewürzen nehme ich Zitronenpfeffer und Zitronenpfeffer, wie ich selber dann zubereite, kann ich euch links unten reinschreiben. Dann Chili- und Cayenne-Pfeffermix. Der Salat muss etwas schärfer sein oder eine frische Chili, wenn ihr ihn gerade dabei habt, reinschnippeln. Oder nehmen wir die Pulver. Brauchen für die Säure ein bisschen Weißweinessig oder Apfelessig, wenn ihr selber gemacht habt, Salz. Und anbraten kann man ganz normal auf dem Öl oder nehmt mal Sesamöl. Wie es das in der Korea ist, die braten gerne mit Sesamöl und das ist ein sehr intensiver Geschmack. Aber nicht jeder mag diesen Geschmack, deswegen kann man ganz normales Öl nehmen. Was machen wir als Erste? Wir werden erstmal unsere Glasnudeln vorbereiten und die abtropfen lassen. Und danach müssen wir alle Zutaten klein schneiden. Bevor wir mit Gemüse anfangen, werden wir erstmal Fleisch in Streifchen schneiden und den marinieren lassen. Erstmal in Scheibchen und dann diese Scheibchen nochmal in die Streifchen. Das wir dann haben wir so wie für die geschnitzeltes. Und geben das alles in eine Schüssel. So, Fleisch haben wir jetzt in kleine Streifchen geschnitten. Und ich werde euch empfehlen, den Handschuh anziehen. Weil wenn wir jetzt den Fleisch werden reinmassieren und Chili reinmachen und so weiter, dann ans Gesicht, vielleicht an die Augen reiben, es ist dann ein bisschen gefährlich. Dann machen wir erstmal ein paar Knoblauch rein. So, 3, 4. Die sind auch nicht groß. Dann ein bisschen Chili. Auf jeden Fall würzen nach eigenem Geschmack. Paprika edelsüß. Dann Chili und Cayenne. Pfeffermix, bisschen Zitronenpfeffer und dann kann man oder Salz dazu geben. Ich bevorzuge Sojasauce, wenn er schon wird so asiatisch gekocht, dann nimmt man Sojasauce und richtig schön einmassieren. So, lassen wir jetzt an die Seite stehen und werden wir erstmal unsere alle Gemüse klein schneiden. Für die Möhren nehme ich meine Reibemolinette. Und da kann man schön auch gleich in Streifchen schneiden und dann ist er nicht so lange, wenn man es per Hand macht und sieht alles schön gleich. Das geht wirklich schnell. Und dann sieht er dann so aus. So, mit Möhren sind wir fertig. Und jetzt schneiden wir noch den Zwiebel. Zwiebel auch in ziemlich feinere
Streifen, so eine Halbrinne. So, mit Zwiebeln sind wir auch fertig. Und jetzt machen wir auch Paprika. Paprika müssen wir auch in die feine Streifen schneiden. Die weiße Wände rausschneiden, die Samen rausnehmen. Und schneiden wir Paprika auch in so eine dünnere, längere Streifen. Dieser Salat muss so einhaltig sein. Alles schön fein, dünn und in längliche Streifchen. So, mit Paprika sind wir auch fertig. Und jetzt haben wir noch Frühlingszwiebel. Frühlingszwiebel nehme ich nicht komplett. Nur das Grüne, das Weiße lasse ich, weil wir haben genug auch Zwiebel gemacht. Und das Grüne ein bisschen auch länger schneiden und etwas bisschen so schräg. Dann ist es, sieht auch schöner im Salat was Grünes. So, das reicht. Und das können wir verwenden in einem Topf oder woanders. Dann habe ich noch hier zwei Knoblauch. Ein zerquetsche ich noch, nur und gebe ich dann in die Pfanne mit dem Öl. So, wir haben jetzt alles vorbereitet und jetzt können wir ans Herd gehen und alles fertig machen. Aber bevor wir ans Herd gehen, nehmen wir schon eine Schüssel und geben wir da unsere abgetropfte Nudel. Bisschen auseinander machen, er wird dann auseinander gehen. Alles gut. Und wenn wir unsere jetzt Gemüse anbraten, können wir gleich immer in diese Schüssel drauf machen. So, stellen wir jetzt die Pfanne auf den Herd und geben wir etwas Öl. Ich verwende Sesamöl. Lassen wir es heiß werden und können wir dann einfach nur zwei dieser zerquetschte Knoblauch in die Öl geben und die nur kurz anbraten, dass die nur ihren Geschmack in das Öl geben. Und dann nehmen wir das raus. Nur ein bisschen, dass nur sozusagen Geschmack kommt, aber nicht so, dass unser Öl hier raucht. Das muss auch nicht sein. Nehmen wir jetzt Knoblauch raus und geben den Zwiebel rein. Und Zwiebel werden wir so lange schmoren, dass er nun weich wird. So, mit einer Prise Salz werden wir das nachhelfen, dann wird es alles schneller gehen. So, kurz Deckel drauf, das hilft dann auch schneller, dass die Zwiebel weicher wird, aber nicht angebraten. Die Hitze natürlich auch runterschalten, nicht auf volle Stärke braten. Muss man immer wieder umrühren, dass er nicht braun wird. So, schaut, wie sieht das aus? Es ist jetzt etwas so wie gelbrig, aber das ist auch von dem Öl. Und das machen wir gleich drauf auf die Nudel. Stellen wir wieder Pfanne auf den Herd und geben wir wieder etwas Öl. Hinterher können wir auch gleich Möhren reinmachen. Und die Möhren werden wir auch genauso nur kurz anbraten, dass die nur weicher werden, sozusagen zusammenfallen. Nicht zu lange schmoren, gleich ein bisschen ansalzen und dann gebe ich so ein halber Teelöffelchen brauner Zucker. Es ist auch für den Geschmack gut. Und lassen wir auch mal kurz anbraten oder besser sagen schmoren lassen. So, die Möhren werden schon langsam weich und da können wir auch schon bisschen so an die Seite schieben und die Paprika dazu geben. Ein bisschen Öl, genau auch ein bisschen Salz, aber immer nur ein bisschen. Nachwürzen werden wir dann im Schüssel. So, einfach Möhre oben, die Paprika unten, kurz Deckel drauf und nur leicht schmoren lassen. Nur, dass alles so ein bisschen schlapp wird. So, nach ein paar Minuten schauen wir mal rein.
Schaut ihr, alles schön zusammengefallen und die Paprika, die muss noch etwas so ein bisschen fester sein, nicht ganz schlabberlich, dass er etwas so Knackigkeit hat. Jetzt geben wir das auch drauf auf unsere Nudeln. Stellen wir wieder Pfanne auf den Herd, geben wir ein bisschen Öl. Deswegen muss man immer ganz bisschen nehmen, weil alle Zutaten müssen angebraten werden. Und wenn ihr Ingwer mögt, könnt ihr ein Stückchen klein schneiden und auch in die Öl geben. Ich mag das, aber nicht jeder mag das. Nur ganz kurz heiß werden und dann können wir schon unsere Fleischmarinierte auch dazu geben. Und dann ist der jetzt der letzte Zutat, welcher soll angebraten werden. So. Es wird noch mit dem Fleisch angebraten werden. Das Fleisch müssen wir immer wieder auseinander so ziehen, bis das von allen Seiten gestreift und so weiß werden, wie es das für die Geflügel ist. Dann werden die alle schön auseinander sein. Braten wir so lange, bis das alles schön weiß wird und dann auch ein paar Minuten weiter. Und ihr könnt dann einer einfach rausnehmen und probieren, wie fertig ist. Schaut, die gehen schön auseinander. Müssen wir erste Zeit noch ein bisschen mehr rühren. Nachdem alles schon dem Fleisch weiß geworden ist, habe ich noch ungefähr so 3-4 Minuten noch weiter geschmort. Ganz kurz, für eine Minute habe ich auch Deckel drauf gemacht, dass es ein bisschen Saft zusammen ist, dass das Fleisch auch durch wird. Und wenn ihr jetzt probiert, ist schön weich und durch und lecker. Jetzt können wir Herd ausmachen und alles in eine Schüssel reinmachen. So, und jetzt der letzte Komponente, das Fleisch, geht auch rein. Und wenn es hier ein bisschen noch Brühe, kann ruhig mitkommen, da macht unser Salat noch saftiger. Jetzt können wir schon umrühren. Schaut, unsere Glasnudel von den warmen Gemüsen und so geht richtig schön wieder auseinander. Und so einen Salat machen wir bei uns in meiner Heimat und allgemein in Osteuropa auf die Feste, Wochenende. Es ist ein wirklich sehr beliebter Salat und heißt Frunciosa. Und gibt es Frunciosa mit Fleisch oder auch vegetarisch ohne Fleisch. Bevor wir jetzt noch Frühlingszwiebeln reinmachen, werden wir es anwürzen. Erstmal natürlich probieren, dass die Nudel, Gemüse und Fleisch auf den Gabel ist. Es ist jetzt schon sehr, sehr lecker, liebe Freunde. Aber kann man noch ein bisschen trotzdem nachwürzen. Ich gebe ein bisschen Apfelessig. Mache meistens so, dass ich nicht auf die Gemüse drauf mache. Oder macht man es in Schälchen. Oder gebe ich nur erstmal ein so ein Dessertlöffelchen. Dann ein bisschen, weil Salz fehlt, gebe ich Sojasauce. Und Pfeffer fehlt auch ein bisschen. Pfeffer und Chili ist normalerweise etwas scharferer Salat. Und den Knoblauch, was wir aus dem Fett rausgenommen, aus dem Öl, habe ich klein geschnitten und kommt da rein, weil er ist voll mit dem Sesamöl gesaugt. Das ist einfach lecker. Darf man nicht wegschmeißen. So, und das werden wir wieder unterrühren unter unserem Salat. Und dann nochmal probieren und wenn mal was fehlt, einfach nach Geschmack abschmecken. Viele machen hier auch grüne Koriander reinschneiden, aber das mögen die bei uns in der Familie nicht, deswegen lasse ich es sein. Und dann können wir schon unsere Frühlingszwiebel reinmachen, alles unterrühren und ziehen lassen. Und das war's das schon. Und schaut ihr, was für so eine große Schüssel haben wir. So, liebe Freunde, schaut ihr. Wie toll sieht das aus. Richtig schön bunt und wirklich sehr, sehr lecker. Ich kann euch nur empfehlen, das mal ausprobieren und würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde, und für eure eigentliche Unterstützung bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!